Hi zusammen, ich bin Daniela, bei mir ist Lari Luke zusammen mit Hündin Wilma und wir sind an einem Ort, den ich ehrlich gestanden noch nie von innen gesehen habe. Wir sind in einem Hundesalon heute in Köln. Grund ist, Wilma kriegt die Seiten frisch und Larissa, wir quatschen einfach ein bisschen dabei, ne? Also ich dachte, ich werde auch frisiert. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht können wir da noch was aushandeln. Ja, okay. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir erstmal keine Zeit und gehen rüber und kümmern uns erstmal hier um Wilma heute. So, bitteschön. Hallo. Silvia, du machst nämlich quasi Wilma heute die Seiten frisch und erzählst vielleicht auch überhaupt erstmal, was hier heute alles passiert mit genau. Wilma. Heute machen wir einfach nur so ein bisschen so einen Winterschnitt. Ein bisschen an den Pfötchen, die Verfilzungen an den Ohren weg. Und dann waschen wir Wilma noch. Ja, weil da ist ein halber Wald drin. Also viel Spaß. Larissa, wie viel Zeit verbringst du in oder vor Hundesalons? Gar keine, weil normalerweise mache ich das einfach nur zu Hause. Deswegen finde ich es halt mal ganz entspannt, dass du das machst für mich und auch gescheit. Aber sieht gar nicht so schlecht aus für selbst gemacht. Findest du? Ja. Ja, haben wir schon schlimmere Hunde hier bekommen. Mit ihrem Charme, weißt du, die macht das alles dann wett. Ah, ja. Machen wir mal dein Halsband ab. Ich würde sagen, wir baden wahrhaftig als erstes. Ja, bitte. Wilma wird richtig verwöhnt heute. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja. Viel Spaß, Wilma. Stark. Ich dachte, du würdest tatsächlich einfach der Tatsache geschuldet, dass du eine Hündin hast, super viel Zeit im Hundesalon verbringen. Ist aber gar nicht so. Oder vor Hundesalon. Nee, aber ich finde Hundesalons ganz geil, weil da muss man es eben nicht selber machen. Nur ich bin einfach immer zum Faulen, ehrlich gesagt. Keine Sorge. Hast du sie schon gebürstet? Ich habe schon ein bisschen rausgekommen. Ja, ich merke es direkt. Schön direkt weicher. Ja, normal hat Wilma eigentlich auch kein Problem mit Wasser. Ne? Die denkt sich auch, ey, was für eine Scheiße. Jetzt fahre ich hier extra nach Köln, um gebadet zu werden. Ja. Ich dachte, ich kriege ein Leckerli oder so. Ja. Und jetzt muss ich hier Wasser stehen. Ja. Wilma, alles okay? Aber Wilma bellt auch nicht so viel, ne? Nee. Oder? Mhm. Nee, das habe ich aber auch abtrainiert. Also die hat, als sie ganz klein war, als Welpe, wenn es an der Tür geklingelt hat, dann wollte sie schon immer hinrennen und bellen und so. Und das habe ich ihr dann sehr schnell abtrainiert. Und und Wilma bellt eigentlich nie. Wilma bellt eigentlich nur, wenn sie Essen sieht und dass sie nicht rankommt. Ah, weil ich glaube, sie möchte damit signalisieren, hallo, könnte mir bitte mal jemand die Buletten reichen? Weil ich bin mir sicher, dass sie für mich sind. Ganz schneller Einstieg. Deine letzte lauwarme Konzert- oder Live-Erinnerung. Was springt dir da in den Kopf? Letztes Jahr beim Perukaville-Festival. Mhm. Da habe ich aufgelegt, da waren 100 Leute. Mhm. Und das war wirklich, also es war wirklich Festival-Feeling. Aber für mich als Künstler hat es sich wirklich angefühlt nach live und alles ist wieder normal und so. Also das war schon cool. Bei dir ist es nochmal was anderes, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass deine Musik ja vor allem auch Mucke ist, die live super, super gut funktioniert. Wie schwer ist es denn gerade für dich, irgendwie Lari Luke zu sein? Es ist gar nicht schwer. Also es ist echt, es ist okay. Ich versuche sowas immer positiv zu sehen, weißt du? Also für mich war es ja so, Lari Luke ist ja eigentlich aus dem Club heraus entstanden. Es ist eigentlich durch Hörensagen ist diese Lari Luke Kiste so groß geworden, ja, weil die Leute halt irgendwie dann gesagt haben, du musst da hingehen, da passiert irgendwas bei den Live-Gigs. Plötzlich machen die Moshpits und plötzlich machen die, keine Ahnung, und irgendwie, und die Musik ist eigentlich gar nicht das, was ich normalerweise höre, aber irgendwie ist es doch cool und so, ne? Mhm. Und dann ist das so von alleine, hat sich halt wirklich verselbstständigt. Und dann kam eben, dass ich eben Musik rausgebracht habe als Lari Luke. Aber jetzt in der Zeit, wo ich eben nicht mehr live gespielt habe, hat mich das wieder dazu geführt, auch noch mehr Musik zu machen. Ich war so viel unterwegs, ich war gefühlt nur im Zug. Und das Leben rauscht wirklich so an einem vorbei und die Musik hört sich dementsprechend an. Und jetzt bin ich viel mehr bei mir gewesen, viel mehr zu Hause. Ich weiß auch, dass es vielen anderen Künstlern genauso ging. Und man sitzt plötzlich dann vorm Rechner und sagt, okay, Moment, was kann ich jetzt eigentlich machen? Jetzt höre ich mal wieder ein bisschen mehr Musik, die in die Richtung geht. Und jetzt, was macht eigentlich der jetzt? Ah, von dem habe ich jetzt eigentlich länger nichts mehr gehört. Was bringt der im Moment für Musik raus? Und so, weißt du, und dann fängt man an, wieder irgendwie Musik auch
anders zu hören. Ist das eigentlich, weil du es gerade gesagt hast, das so mit größte Kompliment, das man dir machen kann als Künstlerin, wenn man sagt, okay, Estram, da wäre ich jetzt eigentlich nicht hingegangen, so von meinem Empfinden her, aber zu Larry Luke gehe ich halt, war, keine Ahnung, kann ich nicht in Worte fassen, aber da passiert live irgendwas Geiles. Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz oft so. Also ich habe super, super viele Nachrichten schon bekommen von Leuten, die geschrieben haben, ey, eigentlich bin ich kein Fan von der Musik, aber irgendwie bei dir geht's und so. Und das finde ich ganz geil, weil ich finde es immer schön, wenn man zu einem Genre den Leuten so ein bisschen so eine Stütze gibt, den Weg dazu zu finden, weißt du? Und das versuche ich ja auch zu machen. Ich spiele ja nicht straight Dubstep oder straight Basshouse, sondern ich versuche da ja auch Pop-Elemente reinzubringen, weißt du, da läuft zwischendrin mal irgendwie dann von mir aus irgendwie der Titelsong von der Gummibärenbande. Wozu ich jetzt zum Beispiel noch gar keine Bilder im Kopf hätte, wäre, in welcher Umgebung deine Musik entsteht. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen bebildern für uns. Also in der Regel ist es so, dass ich generell, egal was ich mache, wenn es irgendwas Kreatives ist, muss ich es auf dem Boden machen. Ich sitze die meiste Zeit, auf dem Boden und mache das. Und jetzt ist es tatsächlich viel einfach auf dem Boden connected mit anderen Leuten, die alle auch zum Teil auf dem Boden sitzen oder manchmal auch in Studios oder so oder einfach am Rechner sitzen. Also entsteht alles über Zoom, FaceTime und so weiter. Ja. Und so sieht es im Endeffekt mittlerweile aus. Das ist halt, it's the future. Und ja, ich find's cool, weil dann muss ich mir kein BH anziehen. Ja. Du hast gesagt, du hörst Musik gerade anders, auch also wahrscheinlich Musik von anderen KünstlerInnen. Wie? Also ich bin ja ein großer Fan davon, mir Alben immer anzuhören. Mhm. Also ich mag es gerne von vorne bis hinten einmal das durchzuhören, weil ich finde, so lernst du einen Künstler ganz anders kennen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt halt deutlich mehr unterwegs und laufe viel. Also ich bin sehr, 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 sehr viel spazieren. und höre so wieder Alben wieder richtig durch, weil ich keine Unterbrechungen so habe. Weißt du, ich kann jetzt mehr Musik am Stück hören. Und dann höre ich wieder die Musik so richtig an und die durchfließt mich richtig. Mhm. Und das ist wieder ein anderes Gefühl als vor Corona tatsächlich. Krass. Mhm. Ne, Leute, die dich kennen, die wissen ja auch, dass du als Radiomoderatorin arbeitest. Ich finde diese Doppelbesetzung trotzdem irgendwie super spannend, dass du so beide Seiten bespielst. Hat dich das schon mal irgendwie in einen Konflikt gebracht, diese Doppelbesetzung irgendwie? Nö, aber ich muss sagen, dass es am Anfang seltsam war, weißt du, weil ich war halt normalerweise du und war daran gewöhnt, das Interview zu führen und jetzt wird es mit mir geführt und das war am Anfang schon ein bisschen schwierig, weil ich dann gemerkt habe, oh krass, also das ist gar nicht so einfach, auch interviewt zu werden, ja, ich dachte immer, der harte Job ist vom Interviewer und das ist er auch, aber es ist auch echt nicht so leicht, interviewt zu werden, weil man schon irgendwie, ich finde gerade in der heutigen Zeit, echt auch aufpassen muss, was man sagt. Es ist halt wirklich so, dass du halt echt also eine ganz anderen Position jetzt bist, ja. Und dann will man halt auch schauen, okay, was will man auch überhaupt erzählen von sich und was nicht? Wie privat wird man? Hat man auch wirklich jetzt alles in dem Interview gesagt, was einem wichtig war? Ist es richtig angekommen? Mhm. Und man ist dann schon nervös und denkt, oh, okay, krass, war das jetzt gut? Und hoffentlich fanden sie es gut. Und oh, ich habe bestimmt voll den Quatsch geredet und so, ja. Und das ist halt dann schon, ist jetzt was anderes. Aber es ist auch cool, ich mag das. Ich mag auch den Switch. Also es ist wirklich abgefahren, weil das halt, manchmal werde ich angefragt für irgendwelche Sachen als Künstlerin und als Interviewerin, weißt du? Und dann ist es so, okay, was will ich jetzt lieber machen? Keine Ahnung, ich finde beides geil, ich finde beides schön. Hast du dir, bevor du selbst die Interviewte quasi dann geworden bist, so überlegt, okay, ich hatte jetzt den und den und den Künstler vielleicht schon bei mir zu Gast und der war ein richtiges Arschloch und das war richtig unangenehm für mich, so möchte ich auf gar keinen Fall sein und das gesagt, nö, jetzt mache ich das mit euch einfach. Genau so war das bei mir, weil es ist auch, und nicht nur als Künstlerin, sondern auch später als Moderatorin wurde, habe ich gesagt, ich werde niemals so sein, weil ich bin wirklich auch also als Praktikantin oder als Volontärin manchmal von anderen Höhergestellten wirklich scheiß behandelt worden. Ja. Und das ist halt, vor allem finde ich, weißt du, gerade bei Künstlern, wenn Künstler da sind, dann ist es, finde ich, nicht mal so schlimm, wenn sie unfreundlich sind, sondern wenn sie dich fühlen lassen, als ob du nicht wichtig wärst. Also, weißt du, dieses Erhöhte, dass die Personen dich nicht mal angucken. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, ich möchte so nicht sein, weil ich habe mir auch immer die Leute gemerkt, die nett zu mir waren. Ja. Und später, als ich dann Moderatorin war, dann habe ich die Leute, die nett zu mir waren, immer
einfach besonders gefeatured. Das ist einfach so, wenn ich die Musik auch gut fand natürlich. Ne? Ja. Also, ja. Ich danke dir sehr, Larissa. Wir sehen hier schon und wir hören es vielleicht im Hintergrund auch. Wilma wird jetzt noch, hat gerade ordentlich die Haare nochmal. Du bist so tapfer, Wilma. Du siehst sie so bekommen. Schick aus schon. Ja, vielen, vielen Dank, Larissa. Danke für die Einladung. Vielen Dank, Wilma. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir, euch auch. Wilma, bleib stark. Schwester, ich bin bei dir. Wilma kriegt jetzt die Ohren rasiert. Macht's gut. Do or die, do or die.